Hallo ihr beiden. Wusstet ihr, dass das Wort Schmuggeln wahrscheinlich von dem gemeingermanischen Verb smeugern abstammt? Und das bedeutet so viel wie in ein Loch kriechen. Und da kommt ihr natürlich eigentlich auch gleich hin, wenn ihr das nächste Spiel verliert. Sehr peinlich wäre das. Echt, sehr peinlich. Worum es genau geht, das erklärt euch jetzt mein lieber Kollege, der Steven. Schmuggelware. Vielen herzlichen Dank an Katrin. Gut, also in diesem Spiel müsst ihr sehr gut im Schmuggeln und Verstecken sein. Ist das etwas, was euch liegt? Wir können sehr gut Sachen schmuggeln und Sachen verstecken. Ah, super. Also geschmuggelt und versteckt wird in diesem wunderbaren Auto. Jetzt kommen wir zur Schmuggelware. Kommt mal hier nach hinten an diesen Tisch. Wir haben nämlich sämtliche Lieferketten der umliegenden Tante-Emma-Läden durchbrochen und diesen reinen Reis und die nicht gestreckten Nudeln abgefangen und hier auf dem Tisch sozusagen als Präsentation für euch hindrapiert. Das müsst ihr alles versuchen im Auto zu verstecken. Und möglichst so viel und auch so gut, dass nachher das Ermittlerteam davon nichts findet und das konfisziert. Verstanden? Verstanden. Über eure Gegner verrate ich jetzt noch nichts. Die stehen aber auf jeden Fall schon mal hinter der Bühne und freuen sich, was ist denn los, auf ihren Einsatz. Die geht mir jetzt schon auf den Sack hier. Die ist so laut, das nervt mich. Man hat richtig gemerkt, dass du irgendwas hast. Diese Musik von den Kopfhörern, nachher müssen wir so Kopfhörer aufsetzen, wo Musik läuft, damit man nichts hört. Aber die nervt jetzt schon so hart, dass ich die jetzt ausgedreht habe. Hast du aber zugehört, was er erklärt hat? Ja, man soll das verstecken und dann kommen wir. Wir müssen das in die Röhrchen machen und hinten in den Po schieben. Bei wem? Steven. Ich komme gleich nochmal wieder. Genau, ihr müsst die Schmuggelware in meinem Po verstecken. Und wer sucht die dann? Welche arme Sau. Komm, wir machen noch einen Mon Cherie mit rein, damit das nicht so enttäuschend ist für die Leute. Gut, ich komme jetzt wieder. Ach, guck mal, Joko und Klaas sind da. Wir spielen Spiel 2. Gut, also, was nach der Durchsuchung nicht entdeckt wurde, kommt auf diese Waage. Ja. Das heißt, wir wiegen das. Es gewinnt am Ende das Team, das am meisten Gramm Ware schmuggeln konnte. Ihr habt insgesamt 3 Minuten Zeit für Verpacken und Verstecken. Ja. Okay? Ja. Wunderbar. Einzige Regel, keine Ware darf den Studioboden berühren. Also ihr müsst im, am und auf dem Auto verstecken. Okay, alles okay. Gut. Und bevor noch weiter geschnackt wird, eure Zeit läuft ab jetzt. Ich glaube, das kann man gut verstecken. Jeder für sich machen, oder wie? Ja, was auch, oder? Also ihr müsst es verstecken, ja, und gleich kommen andere, ist keine Polizei, Joko, und die versuchen, ja, Gott sei Dank, die Sachen zu finden. 2,5 Minuten Zeit habt ihr noch. Also hier haben wir so kleine Fotodosen, Gaffertape. Aber es ist natürlich gut, wenn man einen großen Müllbeutel nimmt und den versteckt. Scheiße. 2 Minuten noch. Aber das ist ja viel zu wenig Zeit. Ja, aber vielleicht überlegt ihr euch noch mal, wie ihr strategisch. Also ihr wisst, wenn sie einen Beutel finden, dann ist dieser Beutel konfisziert, ne? Verstehe schon, was du meinst. Okay. Das ist zu wenig Zeit. Das ist nicht zu wenig Zeit. Doch. Das ist die falsche Strategie vielleicht. Weißt du gar nicht, was ich meine. Na, ich sehe das ja. Noch 1,5 Minuten. Boah, ey. Das ist so richtig, wenn man weiß, jetzt kommen die Bullen. Die werden aufgeschmissen. Weg das Zeug. Gut. Alles ist erlaubt, nur nicht der Studioboden. Noch genau 1 Minute. Fuck. Shit.
45. Die Zeit läuft, sie rast. Tempo, Tempo, Tempo. 20. Wenn die Zeit um ist, dürft ihr nichts mehr. Noch 10. Noch 5. Noch 2. Schluss. Stopp, stopp. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber das ist sehr auffällig. Nee, und damit? Nee, warte mal. Also manchmal ist ja vielleicht auch in der Auffälligkeit, vielleicht kann man dadurch ja täuschen, weil keiner, der nach diesen Verstecken sucht, denkt, die Jungs sind so doof, dass sie so offensichtlich machen würden. In eurem Fall ist das eine Pattsituation. Egal. Also, ihr habt eine Taktik gehabt, ihr habt versteckt und jetzt kommen wir zu den Menschen, die finden und konfiszieren sollen. Der eine ist die Stimme Hamburgs, einst ein absoluter Beginner, jetzt ein totaler Profi und das nicht nur im Musikgeschäft. Und der andere ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken, ein Fachmann, was Telemarklandung angeht und vor allen Dingen in den Gesprächen mit zum Beispiel einem Monstronauten. Meine Damen und Herren, hier sind Jan Delay und Matthias Obdenhövel. Welcome! Wow, hochmotiviert. Nam. Wie man euch kennt. Moin Jan. Hallo, so, komm mal hier auf meine Seite, Jan, zu Matthias. Jan, bist du eher ein Profi im Verstecken oder im Finden? Ach, scheiße, ist das doch. Ja. Verstecken. Verstecken, das ist deine Kunst. Aber wenn man gut verstecken kann, hat man ja auch vielleicht eine Ahnung, wo man sich verstecken sollte. Ganz ehrlich, das ist die Kernkompetenz von diesem Spiel. Wirklich, das letzte Mal, dass ich irgendwas geschmuggelt habe, waren tatsächlich die Elfenbeinzähne von Stefan Raab. Und da bin ich, Gott sei Dank, nicht entdeckt worden. Insofern, vielleicht geht's los. Also, Joko und Klaas haben sich größte Mühe gegeben, Jan und Matthias, Ware in diesem Auto zu verstecken. Ihr habt jetzt gleich 1,5 Minuten Zeit, diese Ware zu finden und zu konfiszieren. Am Ende geht es darum, weil ihr dann auch noch mal dran seid mit Verstecken, wer die meiste Ware sichern konnte, wir wiegen das dann ab auf dieser Waage, der gewinnt dieses Spiel. Jan, ready? Matthias, ready? Das bin ich. Ihr könnt auch Taschenlampen haben hier hinten. Taschenlampen? Sieht cooler aus, bringt gar nichts. Aber sieht cooler aus, sieht engagiert aus. Vielleicht willst du die Sonnenbrille auflassen? Ja, klar. Gut. Das war ich meine, das sind die richtig coolen Cops. Mit Sonnenbrille suchen und konfiszieren. Und der T1000. Hinten drauf drücken. Bereit? Ja. Dann laufen eure 1,5 Minuten ab jetzt. Was los geht's. Das da oben ist aber jetzt wirklich kein Versteck, oder? Ja, was ist das für eine Frage? Ist das eine Fangfrage gewesen? Nee, ganz ehrlich, 10 Jahre Knast für Doofheit. Aha. Scheiße. Gut. Ich hoffe, da bleibt was übrig. Eine Minute noch. Jan und Matthias. Eine. Mach das doch so wie beim Ostereiersuchen. Lasst vielleicht am Ende doch noch eins da. Das dann in 3 Jahren richtig geil schmeckt. Oder von selbst läuft. Wo warst du überhaupt, Jan? Ich habe nur ein Paket gefunden. Das ist, man fühlt sich trotzdem so geil erwischt gerade. Ja, ihr sitzt aber auch scheiße. Noch 30. Wie oft habe ich wirklich schon auf irgendeinem Rastplatz so da gesessen und gedacht, hoffentlich. Wenn die das finden, ist meine Fernsehkarriere vorbei. Hattest du schon hier die Felgen? In den Felgen. Weißt du noch, als wir diese Krokodile aus Venezuela rüber... Noch 15 Sekunden, ihr beiden. Ach, sag mal. Ich hatte letztens in so einer Flasche hatte ich Papageien. Gleich müsst ihr das Auto verlassen. Da drin gezielt. 3. Ah, fuck. Und Schluss. Jan, komm bitte zu mir.
Oh, Toto und Harry haben. Aber guck mal, also ich möchte es gerne mal zeigen. Also ihr habt auf jeden Fall nicht schlecht viel gefunden. Also das ist schon mal beeindruckend gewesen. Ich weiß nicht, ob beeindruckend leicht zu finden oder beeindruckend doof so zu verstecken. Klaas, wer war das von dir mit der Plastiktüte oben einfach nur aufs Dach? Da war ich nicht fertig geworden. Ach so. Gut. Das hat den anderen ihr beide tut mir jetzt mal einen Gefallen, Joko und Klaas. Ihr nehmt euch bitte dieses silberne Tablett und legt los und sucht bzw. findet noch die Ware, die nicht konfisziert wurde. Weil die müssen wir natürlich versuchen zu wiegen, damit am Ende vielleicht noch ein bisschen etwas dabei rauskommt. Oh, guck mal hier. Was haben Sie auch? Also ein Beutel ist auf jeden Fall nicht entdeckt worden. Guck mal hier. Den kenn ich. Ja, kenn ich auch. Jetzt mit den Dingern auf dem Dach, ist da noch was rein. Hey, alles weg. So. Alles weggeklaut. Ja, ich meine, die suchen jetzt die Sachen, die ihr nicht gefunden habt, weil wir wiegen die gleich hier. So, also ihr habt jetzt überall geguckt, weil die Ware, die ihr jetzt auch nicht findet, die können wir auch nicht wiegen. Joko, wo waren die Dinger da? Die schwarzen? Ja. Waren hier vorne drin, guck mal. Joko, hier? Joko, denk mal nach. Ich hatte noch ein bisschen was wie Toni Soprano beim Entenfutter. So, nimm mal, Klaas, nimmst du das, also ihr seid jetzt fertig, dann nimm bitte das Tablett, Joko oder Klaas. Oder waren es vier? Okay. Nee, es waren vier. Das genau, waren und jetzt möchte ich bitte, dass du den Beutelinhalt hier, warte mal, ich muss die einmal kurz austarieren. Jetzt ist sie auf null. Super, dann gieß mal den Inhalt aus. Oh, wow. Eieieiei. Also das ist schon mal... Auf jeden Fall ein dickes Ding, das ist wie im Hamburger Hafen, das sind diese 16 Tonnen. Oh, ja, Vorsicht, Wahnsinn. Vorsicht. Genau, also alles, was daneben geht, ist natürlich... Boah, das stinkt aber eklig. Naja, muss man. Gut, was habt ihr noch? Also wir sind jetzt bereits bei 1788,2 Gramm. Ja, aber das macht eine Menge aus. Guck mal. Das ist so ein Wochenende am Kotti, ey. Das ist jetzt, kommt alles durch Encrochat, kommt das jetzt alles auf die Waage. Ja. Waren das alle? Nee, das waren nur, aber ist hier noch das war nur das unten, ne? Also, hört ganz kurz zu. Das Endergebnis, das offizielle, lautet 1888,5 Gramm konnten Joko und Klaas an unseren Cops Matthias und Jan vorbeischmuggeln. Was ist der Schwarzmarktwert? Wie heißt das? Der Schwarzmarktwert ist sehr, sehr hoch. Aber Jan und Matthias, jetzt werden die Rollen getauscht. Aber bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz noch für alle zu Hause, für alle ZuschauerInnen zeigen, wie man Schmuggelware nicht verpacken sollte. Klaas hat das großartig vorgemacht. Hier sehen wir es noch einmal. Alles einfach rein in den Müllsack und dann am besten noch oben aufs Dach legen. Das merkt keiner. Spätestens beim Losfahren. Wenn besser kann man es nicht machen. So, also Matthias und Jan, ihr habt es gerade gesehen, die beiden haben trotz ihrer interessanten Taktik eine ganze Menge Schmuggelware retten können für euch. Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst verstecken, dafür habt ihr 3 Minuten Zeit. Anschließend werden die beiden suchen und konfiszieren. Dann werden wir die übrig gebliebene Ware wiegen. Und die, die mehr auf die Waage gebracht haben, das Team gewinnt. Klaas und Joko, ihr setzt euch jetzt bitte hier hin. Ihr werdet und eure guckt zu, Augen... wie die das da verstecken. Ja, genau. Ach, was soll das mit den Brillen? Ganz ehrlich. Genau. Du, ganz im Ernst, wir haben darüber nachgedacht. Und weißt du, haben gesagt, das ist zu offensichtlich. Trotzdem. Ja, genau. Wir haben gedacht, das ist zu offensichtlich. Ach, wir wollen jetzt nicht die Illusion zerstören, überhaupt dass sie wirklich was können. Gut. Weißt du, was mir am meisten Spaß macht bei diesem Spiel, ist das jetzt. Einfach nur mischen. Das finde ich so geil jetzt schon. Jetzt können wir anfangen. Echt? Drei Minuten habt ihr Zeit. Komm, nein, hört mal zu. Also das steht euch alles zur Verfügung und auch das Gaffer-Tape. 3 Minuten habt ihr Zeit. Seid ihr bereit? Ja. Jan und Matthias, die Zeit läuft ab jetzt. Die ist ja wirklich groß, ey. Und denkt dran, nicht zu viel Zeit mit dem Verpacken verschwenden, sondern auch verstecken. Das ist ganz wichtig. Auch klein viel macht Mist. Ich finde, das hat so einen Style mit dir, Jan. Das ist, macht mich völlig. Das ist wie so ein Film. Oh. Aber das machst du nicht zum ersten Mal, Jan. Denkt an die Zeit. Ja, sag mal an. 2:20 noch.
Alles darf genutzt werden im und am Auto. Studioboden ist tabu. Matthias und Jan, ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Eieiei. Komm, Zahn zulegen, Matti. Ja, ist gut. Ihr habt ja auch noch so eine kleine Kanne. Man muss auch sorgfältig sein. Ja, die soll sorgfältig sein. Ihr sollt ja am Ende mehr Ware retten können. Scheiße. Voll gefloppt. Ja, noch 1,30 habt ihr. Oh Mann. Bin schlechter Schmuggler. Das ehrt dich ja eigentlich. Aber in diesem Spiel musst du einmal über dein persönliches Befinden hinwegsehen. Das sieht man ja. Fuck. 1,10. Da die Flöten ja sowieso nicht wissen, wie eine Kofferraumklappe oder Motorraumklappe aufgeht, ist ja alles in Ordnung. Ja, taktisch vielleicht gar nicht schlecht. Und die letzte Minute von 3 insgesamt läuft. Ja, super, Lisa. Das ist scheiße. Uiuiuiui. Es gilt 1888,5 Gramm zu überbieten. Und die Zeit läuft. Noch 30. Noch 20. Und gleich die letzten 10. Noch 5. Noch nix. Stopp, Matti. So. Oh. Ich hab ein bisschen gekleckert. Auf einmal sind 3 Minuten dann noch nicht mehr so lang. Aber ihr habt auf jeden Fall eine Menge gemacht. So, ich hole jetzt mal unsere beiden Hobbypolizisten dazu. In das Ding gemacht, dann habe ich versucht. Das ist jedes Mal. So, Brille auf. Jedes Mal, kurz hinter Fenlo fange ich an. Und da kommt der Tremor und dann habe ich... Ja, so. Atemseite. Oh. Klaas und Joko, die beiden haben sich größte Mühe gegeben, ganz viel vor euch zu verstecken. Ja. 1:30. Nehmt die Taschenlampe bitte. Warte mal, ich gebe euch die. Und dann habt ihr 1:30 Zeit. Wie 1:30? Das sind 3 Minuten. Nee, 3 Minuten zum Verstecken, 1:30 zum Suchen. Hier, schmeißt. Zum sauber machen, zum Durchfegen. So, los geht's. Da die ganze Ware, die ihr findet, reinschmeißen. Die Ware, die ihr findet. Joko und Klaas, bitte da rein. Sehr gut. Also einzelne Linsen zählen wir nicht. Ne? Das ist... Eieieiei, die Zeit rast. Ihr habt noch 1 Minute. Hä? Hä? Da. Oh. Das ist eine Finte. 1888,5 konntet ihr retten. Und jetzt haben habt ihr nur noch extra Klappe hier unter. 30 Sekunden, ihr beiden. 30 Sekunden. Die Nervosität steigt. Das kann doch nicht wahr sein. Noch 20. Ah, fuck, weißt du, was die gemacht haben? Die was? Motorhaube auf. Nein! Fahr auf, diese Affen. Da. Countdown. Ha! Und die letzten 10 laufen. Die letzten 5. Und Schluss. Joko und Klaas, nichts geht mehr. Komm bitte zurück. Oh, fuck. Im letzten Moment, ey. Im letzten Moment haben sie sich noch überlegt, die Motorhaube. Ja, ehrlich. Gut. So, also, wir gucken uns mal an, was ihr gefunden habt. Längst aufgeben. So, das ist das Ergebnis gefunden, von Joko und Klaas. Aber wir haben eine ganze Menge nicht, Polizistinnen.
Meinst du? Jan und ja. Matthias, gibt es noch etwas, was ihr gut versteckt habt? Nehmt das Tablett bitte, packt die Ware darauf und dann gehen wir zum Wiegen. Hast du noch irgendwas? Nee. Also irgendeine Vermutung? Weil das geht ja gar nicht. Nee, nicht wirklich. Joko, wie bist du auf die Motorhaube gekommen? Ich habe nirgendwo was gefunden. Ja, Waller. Und bin du hast doch als ich hier rumgelaufen bin, da reingeleuchtet habe, habe ich hier reingeleuchtet und dachte mir, fuck, der Motorraum. Wie jeder gute Kopf halt denken würde. Ja, eben. Was haben Weil ich nie gedacht hätte, dass ihr den Griff überhaupt findet. Weil wir dafür Leute haben, oder was? Also, das ist sozusagen gerettet worden vor unseren beiden Polizisten. Ich kann jetzt schon mal sagen, das wird nicht knapp, sondern das wird ziemlich eindeutig auf das Konto von Joko und Klaas gehen. Ich werde es einfach mit Tüte und allem dazu packen, sind wir bei 175,1 Gramm. Und damit stehen die Sieger fest in diesem Spiel. Schmuggelware, das sind Joko und Klaas. Ich hab gar keine Ahnung, wie viel Punkte die auslachen. Ach, komm. Jungs, schön, dass ihr mitgemacht habt. Und was noch viel cooler ist, liebe ZuschauerInnen zu Hause, gleich haben wir noch das große Vergnügen, einer Welturaufführung hier auf der Bühne beizuwohnen. Und zwar mit der neuen Single, dem neuen Hit aus dem Hause Jan Delay. Also wir sehen dich gleich und sagen erstmal danke Matthias Oppenhövel, danke Jan Delay. Sehr gerne, Dankeschön. Ja, haut euch das rein. Das habt ihr euch verdient. This is my quest to follow.